Recife ist Anfang jedes Jahres Anlaufpunkt für Maxi-Racer der Extraklasse. Besonders dann, wenn noch fällige Unterwasserarbeiten erledigt werden müssen. Der größte Treppelift, dem ganzen Archipel, kann hier genutzt werden. Unsere selbstgezogenen Aloe wachsen und gedeihen prächtig. Und ich kümmere mich um die Maschine von Mola Mola. Der 7.2. Wir sind dabei, das Schiff vorzubereiten zum Ablegen. Und den schwarzen Festmacher weggemacht. Wir haben herrliches Wetter. Es ist vielleicht ein bisschen wenig Wind, aber das wird sich draußen wahrscheinlich ändern. Und dann sind wir bereit, nach Gran Canaria zu fahren. Aber das Wichtigste ist, dass der Müll noch weggebracht wird. Wasser getankt haben wir auch. Ja, freuen uns auf die Fahrt. So, Leinen sind schon alle vorbereitet zum Ablegen. Normalerweise ist hier an der Stelle, wenn wir hier durchgefahren sind, immer viel Wind gewesen. Und es gibt hier so eine Düse zwischen den beiden Inseln. Das ist heute überhaupt nicht. Wir haben hier 5 Knoten Wind vielleicht, wenn es hochkommt. Der Jockel schiebt uns hier mit 5 Knoten durch. So, es ist 16 Uhr und wir haben hier in der Passage zwischen Lobos und Lanzarote die Maschine endlich ausmachen können. Wir segeln hier mit knapp 4,5 bis 5 Knoten in den Abend rein. Es ist wunderschön, fast keine Welle. Wir hatten vorhin Besuch von Delfinen, wir sind zwar relativ weit draußen gewesen, aber es ist wunderschön. Das hat ein kleines bisschen aufgebriest. Hier drüben ist Fuerteventura. Jetzt fahren wir fürs Segeln. Abendessen auf See. So fahren wir jetzt in die Nacht hinein. Die Sonne geht gleich unter.
Es ist 7.20 Uhr. Es beginnt gerade die Dämmerungsphase. MSC Cadiz. Wir haben Glück, denn die Marinieros weisen uns einen Platz am Steg L mit Seitensteg zu. Normalerweise liegt man in Las Palmas an Mooringleinen und so muss man entweder über das Heck oder den Bug an Land gehen. Wir können über den Fingersteg bequem unser Boot erreichen. Die Marina Las Palmas verfügt momentan über 1250 Liegeplätze und ist damit die größte Marina der Kanarischen Inseln. Der Yachthafen befindet sich im Zentrum der Großstadt Las Palmas. Las Palmas ist mit 380.000 Einwohnern die größte Stadt der Kanarischen Inseln und die neuntgrößte Stadt in ganz Spanien. Ihre Gründung geht zurück auf die Zeit von Christopher Columbus, 1492. Dort diente sie als Festung und wichtigster Ausrüstungspunkt für seine Flotte. Heute ist die Marina besonders bei Seglern bekannt als der Startpunkt der jährlichen ARC-Rallye. Ach übrigens, wenn ihr mehr von der wunderschönen Insel Gran Canaria sehen möchtet, klickt doch bitte hier oben rechts auf den eingeblendeten Hinweis. In der Videobeschreibung habe ich euch die Episode 29 verlinkt. Es lohnt sich.
Ja, cool. Es ist nicht verwunderlich, dass sich hier besonders viele Yachtausrüster etabliert haben. Was nicht zuletzt auch ein Grund für uns ist, diesen Ausflug nach Las Palmas zu machen. Aber dazu im nächsten Video mehr. Jetzt stürzen wir uns erst einmal in den kanarischen Karma. Unterschiedlich doch Karneval interpretiert wird. Der Corso startet gegen 16 Uhr und schlängelt sich durch die ganze Stadt. Eine schier unendliche Kolonne an LKW mit tanzenden Ravern endet gegen 22 Uhr. Ich komme mir eher vor wie auf einer Love Parade und nicht wie bei einem Karnevalsumzug. Der Karneval auf Teneriffa und auf Lanzarote, ganz zu schweigen von dem in Köln oder Düsseldorf, kann man mit dem hier überhaupt nicht vergleichen. Während die Karnevalisten tanzend an uns vorbeiziehen, möchten wir uns bei euch fürs Zusehen bedanken. In der nächsten Episode möchten wir euch dann zeigen, warum wir nach Las Palmas gesegelt sind. Danke, dass ihr uns begleitet. Wir freuen uns über einen Daumen hoch oder ein Abo. Nun muss ich aber erst einmal die nächste Episode zusammenstellen. Bis bald und Fair Winds, wenn es wieder heißt, Segeln und Reisen mit Segeljacht Mola Mola.